Hallo Leute, mein Name ist Jackie Rasnicek und das hier ist mein Jackie Rasnicek Signature Bass von Warwick. Und da muss ich schon sagen, da bin ich ziemlich stolz, dass ich diesen Bass mit der Firma zusammen entwickeln konnte. Ja, da bin ich sehr stolz und auch sehr dankbar, weil das ist nämlich wirklich ein Spitzenbass geworden und logischerweise mein Lieblingsbass. Zuerst erkennt man den an dem schönen blauen Licht. Ja. So, nochmal. Ansonsten ist das Basismodell dieses Signature Basses ein Streamer Stage 2 und es sind aber hier sehr ausgewählte Hölzer verwendet worden. Also von den tollen Hölzern, die hier sowieso immer verwendet werden, sind doch mal besonders gute Stücke ausgesucht worden. Das ist zum einen hier der Body, der ist aus Swamp Ash, aus Sumpfesche, und das Griffbrett zum Beispiel ist aus Ebony, aus Ebenholz, also ziemlich ganz hartes Holz. Ansonsten ist hier eine ganz normale MEC-Elektronik eingebaut, genau wie die Tonabnehmer auch von der Firma MEC sind. Das Besondere, das ist eine Zweiband-Elektronik, also man kann Höhen und Tiefen regeln, das reicht mir eigentlich. Das Besondere daran ist, man kann hier die Lautstärke durch einen Kippschalter anheben und das kann man sozusagen nochmal trimmen, also nochmal genau einstellen, um wie viel das angehoben werden soll. Ich mache das mal vor, ich schlage hier mal eine Seite an. Also nochmal, man hört richtig, ohne dass ich das nochmal anspiele, wie der Sound lauter wird. Nochmal. Insbesondere wollte ich das haben für diese Mute-Sounds, die ja in der Regel relativ leise sind, aber ich benutze die auch gerne eben für diesen besonderen Sound und will sie aber gar nicht leise haben. Und manchmal möchte ich auch gerne umschalten mitten im Song. Normalerweise könnte man das ja auch am Amp regeln, aber mitten im Song ist es blöd, zum Amp zu rennen. Und das kann ich jetzt auch mal vormachen, ja. Zum Beispiel für sowas. Dass die gleiche Figur nochmal ohne Lautstärkeanhebung spiele, klingt das so. Also viel zu leise. Jetzt zeige ich euch mal die verschiedenen Tonabnehmer-Einstellungen. Zuerst schalte ich jetzt mal auf den vordersten, auf den Hals-Pickup. Da finde ich, dass man das sehr gut für rockige Sachen benutzen kann, zum Beispiel wenn man mit Black spielt. So, als nächstes sind beide Tonabnehmer an. Das finde ich immer ganz gut. Unter anderem kann das natürlich machen, wie man will, für Slap Sounds. Für sowas zum Beispiel. Und dann haben wir noch die hinterste Einstellung, also den hintersten Tonabnehmer. Der ist zum Beispiel ganz gut geeignet für sowas. Also so ein bisschen jazzige, ich sag mal, Jaco Pastorius Sounds kann man damit fabrizieren. Ansonsten gibt es natürlich massenhaft Zwischeneinstellungen, also Zwischennuancen, aber das checkt am besten mal selber aus. Mm-hmm.